Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem Let's Play mit dem T110E5, gespielt von Martin271098. Ich würde mal sagen, das ist sein Geburtsdatum aus dem wunderschönen Österreich. An dieser Stelle Grüße nach Österreich, habe die Ehre. Oder jetzt muss ich mal fast meinen österreichischen Akzent oder meinen österreichischen Dialekt wieder auspacken. Ja, geh, servus, schön, dass ihr dabei seid. Ja, das lasse ich auch dann dabei schon. Jetzt guck mal lieber, was macht denn der Martin mit dem 271098 und dem T110E5 auf dieser überarbeiteten Version von Moor. Und wir gucken uns auch nochmal dabei die Teams an. Er ist Top-Tier. Das ist natürlich wunderschön im 10er, 9er und sogar 8er Gefecht. Standardgefecht. Aber der Gegner hat hier die leicht besseren Spieler. Von dem her sind wir gespannt, was er hier so reißen wird. Er fährt jetzt erstmal die 1er-2er-Linie hinab. Das kann man auf jeden Fall machen, weil da hinten an dem neuen Kloster, sag ich mal, da gibt es mittlerweile ja gerne große, schöne Schlachten. Vielleicht haben wir hier das gleiche Glück und sehen auch so eine. Mich selber würde es sehr, sehr freuen. Nun die Frage, wo ist der Gegner? Wo passiert was? Hier sieht er noch niemanden. Oh, ist da offen. Kriegt den ersten Hit vom AMX-50. Wer kriegt noch einen Hit? Wird dabei gekettet. Muss jetzt hier reparieren, dass er hier nicht schnell und doof rausgenommen wird. Arti ist keine dabei, aber so einen AMX-50, der kann sehr unangenehm werden. Gerade wenn man den im Heck hat. Und da jetzt der Conqueror, ah, da schießt er ihn natürlich auf eine unangenehme Stelle. So kommt er nicht durch. Nächste Mal vielleicht auf die Kommandantenkuppel, weil dann klappt es auch mit dem Durchschlag. Und jetzt hat er die... Und ja, kaum sage ich es, macht das auch. Sehr schön. So muss das. Jetzt hat er den ES3 vor sich. Aber in Kloster steht ja da schon ein IS. Und den sollte er sich vielleicht dann doch mal schnappen. Und das macht er auch. Das heißt, hier jetzt rein. IS guckt nicht auf ihn, kann hier schön unten drauf schießen. Sogar IS hat schon geschossen. Das heißt, er kann ihm gleich nochmal einen mitgeben. IS zieht sich zurück, quillt hier ums Eck. Und er kriegt noch den Hit raus. Sehr schön. Da kotzt der IS bestimmt ordentlich. War ja schon praktisch rum ums Eck. Und jetzt nochmal ein Hit. Und da kommt ein T-34, der aber ihn auch noch abprallt und zack, er kriegt direkt die Schelle dafür, dass er ihn überhaupt hier anschießt. Was bildet er sich denn ein? Conqueror schießt daneben, er selber leider auch. Da ist natürlich Schnelligkeit gefragt. T-34 kommt nochmal wieder vor, schießt aber gar nicht erst, sondern lässt sich hier nochmal hitten und wird dann vom Jagdpanzer rausgenommen. Interessanter Auftritt vom T-34, das kann man so sagen, wie es ist. Jetzt fahrt er den beiden ins Heck. Den IS-3, das wäre ein One-Shot. Nimmt ihn auch raus. Jetzt ist der Conqueror noch am Start. Er zieht sich immer sehr schön zurück. Macht er sehr gut. Gar nicht erst einen unnötigen Hit bekommen. Und jetzt muss er fahren, fahren, fahren. Und kann hier nochmal die Seite. Zack, auch den Conqueror da nochmal. Wird jetzt vom IS-3 zerstört. Schöne Action hier. Und da unten E50 und der AMX. Jetzt geht er auf den E50. Auto-Aim auf den E50 und er nimmt ihn in der Fahrt raus. Sehr schön. Jetzt der AMX-50B, der ihn ja vorher schon genervt hat. Deswegen, jetzt kriegt er aber die Schelle. AMX-50B wird es wahrscheinlich aber gleich im Reload sein. Wahrscheinlich jetzt, wo er gerade wegfährt. Und ja, nochmal der Hit. Und er wird auch rausgenommen. Aktuell 4190 Schaden. Wirklich, wirklich schön. Schön schnell. Jetzt hat er hier keine Gegner mehr. Wird wahrscheinlich auf die andere Seite rüberfahren. Wo fahrt er lang? Ah ja, sehr gut. Er fährt Richtung seiner Heimat wieder zurück. Um da auch natürlich den Cap zu deffen. Jetzt, wo ist der Rest? Der WZ da unten im Wasserloch. Der wird aber jetzt wahrscheinlich schnell rausgenommen.
Jetzt wird schon gekappt. ES3 nimmt den WZ raus. Gekappt wird wahrscheinlich durch den AMX. 1390. So, jetzt der zweite im Cap. Das ist die Frage, wer ist das? Ah, der T44. Kommt da nicht drauf. Und da ist der 1390, wie vermutet. 9:7. Es läuft wirklich sehr gut für ihn gerade. Der T44 ist raus und er kommt jetzt auf den 1390. Hat ja alle Zeit der Welt zum Einaimen. Da kommt der Hit. Und da ist der Killshot. Ja, 4600 Schaden. Er hat hier mit den Killshots leider ein bisschen Pech, weil ansonsten macht er hier einen tollen Auftritt. So, und jetzt da der E100, da ist das Monster hinten auf dem Turm und er schießt kurz dann auf die falsche Stelle, weil er in dem Augenblick, wo er schießt, dann doch wieder die Bremse und nach vorne fährt. Jetzt fährt er hier rüber direkt auf den Gegner drauf. Und jetzt Leopard PTA. Der erste Hit. Und jetzt fahrt er weiter hoch. Und jetzt kriegt er vielleicht noch den Killshot. Und nimmt ihn raus. Sehr schön. So, jetzt kommt der E100. Das wird die schwierigste Prüfung für ihn werden, schätze ich mal. Er kommt hier nicht auf die untere Frontplatte drauf. Jetzt aber. Und da muss er schießen. Schießt, nimmt... Kriegt er den Hit? Er wackelt sich hier einen Ast. Und ja, auch selbst da hat er 100 Schwierigkeiten. Und nochmal ein Shot. Und jetzt wird wieder gewackelt. Aber ja, da wird er rausgenommen. Der 100 armer Kerl, keine Chance. Mittlerweile hat er schon 5 Hits und wirklich von 5 namhaften Gegnern. Ein AMX 50B, ein Conqueror, ein T34, ein Leopard und ein E100 mit Premium. Und keiner hat ihm bisher auch nur eine einzige Struktur oder einen einzigen HP abziehen können. Wirklich aller Ehren wert. In der Zeit macht er mal 6000 Schaden knapp. Ja, jetzt muss man mal langsam wieder durchatmen. Der Löwe da hinten, der hakt sich mit dem KV4. Vielleicht kriegt er dann noch einen Hit drauf oder macht den Kill. Ein Krieger schafft er nicht mehr ganz, aber trotzdem sehr, sehr schön bisher. So, jetzt, da ist der Löwe, da hat er die Seite, kriegt den Schuss noch raus, 6378 Schaden und kriegt er den Killshot noch? Nein, da holt das Objekt den Killshot und dementsprechend ist das hier zu Ende. Sehr schöne Runde, wirklich unglaublich gut gespielt, knapp 2000 Damage abgeprallt und selber dabei über 6000 gemacht. Sehr, sehr, sehr nice. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es außerordentlich gut gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, euer Alcaramba.